Hallo, liebe Schüler der Kalkbergschule. Mein Name ist Axel Prahl und euer großartiger Lehrer Thoralf Koss oder Koos, ich weiß nicht ganz genau, wie man das ausspricht, aber ich sage jetzt einfach mal Herr Koss, euer Lehrer hat mich angeschrieben und hat mich gebeten, ob ich vielleicht zu dem Video, das ihr anscheinend jetzt auch schon gesehen habt, Herr Präsident, ob ich ein bisschen was dazu erzählen könnte. Also erstmal kann ich euch nur beglückwünschen, dass ihr so einen tollen Lehrer habt. Das ist wirklich großartig. Was der sich für eine Mühe macht, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Das ist wirklich toll. Richtig toll. Ich selber kann da mitreden, denn ich wollte selber mal Lehrer werden. Also weiß ich, wie schwer das ist. Und ich kenne auch viele Kollegen, die dann tatsächlich Lehrer geworden sind, die sich bei weitem nicht so eine Mühe machen wie der Thoralf. Ich sage jetzt einfach Thoralf. Ja, Herr Präsident, dieses Lied wurde geschrieben von Birger Heimann. Birger Heimann ist ein Komponist vom Gripstheater. Der hat auch die Musik für das berühmte Musical Linie 1, das insgesamt in 43 Ländern aufgeführt wurde, hat er die Musik geschrieben. Da gibt es ganz, ganz tolle Lieder dabei, die ihr vielleicht auch mal, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Aber dazu später. Wir lassen das mal lieber weg. Ich will euch ja was über den Präsidenten erzählen. Also, Bürger kam zu mir und sagte, er hätte da ein Lied geschrieben und ich glaube, es war von François Villon gibt es auch ein Lied, Brief an den Präsidenten. Das stand so ein bisschen Pate. Das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Und ob ich das wohl einsingen wollte. Und dann habe ich mir den Text angeschaut und dann haben wir da noch ein paar Sachen verändert, die mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen haben. Und aber war natürlich vom Thema an sich sofort begeistert. Und Thoralf fragte mich, was denn meine Frau dazu gesagt hat. Muss ich gestehen, zu dem Zeitpunkt waren wir leider noch nicht zusammen, aber ich bin mir felsenfest sicher und habe sie jetzt auch mal gefragt. Sie hätte das natürlich unterstützt, denn das ist ja schon auch ein tolles Lied und ein sehr eindrückliches Lied, also die Komposition. Will mich jetzt hier auch nicht selber loben. Aber das ist schon auch ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, das sowohl ihr als auch mir sehr am Herzen liegt. Und ich finde es sowieso nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass so viele Antikriegsgedichte, Antikriegslieder gemacht werden und der Mensch daraus irgendwie nicht lernt. Es ist nicht zu verstehen. Aber nochmal ganz kurz zurück. Ich habe das Lied dann eingesungen und zwei Wochen später kam ein Bürger dann zu mir und sagte, du, wir müssen unbedingt ein Video dazu machen. Sagte ich, ja gut, wie hast du das vorgestellt? Weiß ich auch nicht. Gott sei Dank hatte ich da damals gerade so extrem lange Haare, was natürlich für diese Rolle da, für diesen Mann im Rollstuhl mit dem Appenbein ganz gut kommt. Und ja, dann haben wir uns einen Rollstuhl besorgt, das war auch gar nicht so einfach, den haben wir uns geliehen von einem Bekannten von Bürger und sind dann in ein altes Fabrikgebäude gegangen, was wir irgendwie ganz toll fanden. Und dann stand da ein Ghetto Blaster und da ich das Lied aber vom Blatt abgesungen hatte, war das gar nicht so einfach, weil das ist ja doch eine Menge Text, das sind ja sehr viele Strophen und ich war da gar nicht so sicher. Deswegen wurde das auch immer schön geschnitten und manchmal sitze ich eben auch nur da und gucke. Und das mussten wir eben so machen, weil ich den Text nicht hundertprozentig drauf hatte. Und ich hatte es aber auch nur zwei oder dreimal gesungen vor dem Mikro mit Textvorlage. Und dann war es im Kasten, dann war das Lied schon so fertig. Und normalerweise, wenn man am Theater beispielsweise ein Stück aufführt, dann singt und spielt man das ja 50, 60, 70 Mal. Und dann geht das natürlich viel besser und dann ist das auch viel mehr im Köpfchen.
Ja, was kann ich noch erzählen? Ach so, Toralf fragte, wie dann so mein Werdegang war. Ja, wie gesagt, ich wollte mal Lehrer werden und habe aber rechtzeitig festgestellt, dass das nicht so meine Welt ist. Weil an den meisten Schulen, ich habe noch ein paar Schulpraktika gemacht und habe aber kurz vor dem ersten Staatsexamen abgebrochen im fünften Semester. Und das war mir einfach zu hierarchisch. Damit hatte ich extreme Probleme. Und das war eben auch in Schleswig-Holstein nicht so ganz einfach. Ja. Und so war es dann, dass ich nicht so recht wusste, was ich dann werden soll. Und ich wohnte damals in einer Wohngemeinschaft. Und da war eine Kollegin, die zu mir sagte: Mensch, du blödelst immer so viel rum, kultivier das doch mal, werd doch Schauspieler. Und da dachte ich, na gut, kann ich mal versuchen. Hatte schon mit 14, glaube ich, das erste Mal im Kirchenchor ein paar theatralische Aufgaben gehabt. Im Weihnachtsoratorium beispielsweise habe ich gesungen, habe schon immer Musik gemacht, komme eigentlich aus der Musik. Und so kam es denn, dass ich mich an der Schauspielschule beworben habe und da tatsächlich auf den Schlag angenommen wurde. Tja, und so wurde ich dann Schauspieler. Darum kann ich euch nur raten, wenn ihr Träume habt, verfolgt die. Bleibt dran. Und ich meine, Talent ist das eine, aber Arbeit ist das andere. Und es ist Arbeit. Man braucht Fleiß, man braucht Disziplin, man muss pünktlich sein, man muss seinen Text lernen. Und so weiter und so fort. Es ist nicht ohne. Also, lieber Toralf Kos oder Koss, ich wünsche alles, alles Gute. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich hörte, jetzt ist Hannes Wader. Da stehe ich ja wirklich in einer Reihe. Fühle ich mich sehr geschmeichelt. Alles Gute euch. Macht's gut. Ciao.